Ist das Internet böse? Das frage ich mich manchmal ernsthaft, Leute. Immer wieder entdecke ich Menschen, die von ihm scheinbar zugrunde gerichtet werden. Von der Art, wie Social Media funktioniert und am Ende vor allen Dingen durch die Menschen, die es bevölkern. Nicht alle auf dieser Plattform meinen es gut mit einem oder sollten als Vorbilder betrachtet werden. Besonders für junge Menschen ist es unglaublich knifflig, wenn man sich an den falschen Leuten orientiert, denn eine solche Beeinflussung, die kann natürlich zu langfristigen Problemen führen. Ich möchte heute mit euch über Eugenia Cooney reden. Die als sehr kontroverse Figur gilt. Das liegt allerdings weniger daran, was sie tut, als vielmehr daran, was sie ist. Also mit Doppel-S geschrieben. Willkommen in einer digitalen Tragödie. Leute, wir reden heute über ein Thema, das wirklich bitter und sehr, sehr schwierig zu behandeln ist. Der Fall dieser YouTuberin ist in Deutschland relativ unbekannt, aber ihre Reichweite lässt mich befürchten, dass sie auch in Deutschland in einer bestimmten Gemeinschaft als eine Art Idol betrachtet wird. Eine Gemeinschaft, die für viele, vor allen Dingen junge Frauen, einen verhängnisvollen Einfluss auf ihre Gesundheit und Psyche hat. Deswegen möchte ich euch von ihr erzählen. Das hier ist Eugenia Cooney, eine 29-jährige US-Amerikanerin, YouTuberin, Streamerin, die heute zu einer bekannten, aber sehr umstrittenen Internetpersönlichkeit geworden ist. Gibt man ihren Namen bei Google ein, ist einer der ersten Hits, Is she still alive? Weltweit schauen sich Menschen Videos und Streams von Eugenia an und können nicht fassen, dass sie, wie soll ich sagen, überhaupt noch lebt. Und damit ist sie für andere auch ein Beweis dafür, dass es offensichtlich ja doch geht, so zu leben. Ursprünglich begann Eugenia mit Livestreams auf YouNow, bevor sie dann 2011 zu YouTube wechselte und dort einen Kanal eröffnete, der mit 2,15 Millionen Abonnenten wirklich sehr bekannt ist. Außerdem streamt sie auch regelmäßig auf Twitch. Leute, erinnern wir uns mal an diese Zeit zurück. Damals waren alle Jugendlichen, die cool sein wollten, emo unterwegs. Und sie hatte die geeigneten Styles, Schminktutorials und Geschichten parat. Vlogs, Sketche. Einfach wie viele Teenies damals, die so ein bisschen anders waren. So wie ich ja auch. Ja, die sich im Internet präsentieren wollten und Videos für Leute da draußen machen wollten, die vielleicht auch ein bisschen so sind wie sie. Aber vielleicht war es nicht nur das Darstellen dieser Emo-Szene, was eine Faszination für ihre Zuschauer ausgelöst hat. Vielleicht war es auch, weil sie schwer untergewichtig ist. Und ich meine wirklich sehr schwer untergewichtig. Seht selbst. Ich habe mich da einmal tief eingegraben, weil ich rein zufällig über ihr Profil gestolpert bin und habe mir auch ein paar Fragen gestellt. Nämlich, wie kam es dazu? Ist sie vielleicht ein Idol der Pro-Ana-Bewegung? Und was hat ihre Mutter mit dem ganzen Thema zu tun? Und ist das vielleicht sogar eine Art Trend, den wir hier verfolgen? Diese Fragen wollen wir heute beantworten. Schnallt euch an, das wird harter Tobak. Ihr Lieben, wir reden hier nicht von Untergewicht, das durch körperliche Gründe entstanden ist. Im Falle Eugenias weiß man, dass sie keine solche Erkrankung hat, sondern an einer Essstörung leidet. Und normalerweise erschrecke ich nicht so schnell, aber bei diesem folgenden Clip lief es mir dann doch eiskalt den Rücken runter. Wanna film is my next video yet? I think I'm gonna try to hopefully film something tomorrow though. So yeah, so I don't know if I'll stream tomorrow or not. I might still try to, we'll see. Would I mind checking your Instagram DM that you sent me when... Oh yeah, sure! Ein Gefühl, das sich auch bei diesem TikTok-Video vom September 2022 fortsetzt. Das Video ging damals viral, aber nicht wegen Eugenias Tanzskills, sondern weil es bewies, dass sie fast wörtlich nur noch Haut und Knochen war. Ihr müsst wissen, die Sterblichkeit im Falle von Magersucht ist 5-mal höher als bei Gleichaltrigen. Die Wahrscheinlichkeit, sich selbst etwas anzutun, ist sogar 18-mal höher. Der gepeinigte Körper ist im Grunde nur das Spiegelbild für die gepeinigte Seele. Eindeutiger kann es nicht sein. Eugenia ist anorektisch. Anorektisch? Was bedeutet das? Anorexia nervosa, also Magersucht, ist eine Essstörung, die durch einen unablässigen Schlankheitswahn, ein verzerrtes Körperbild, eine extreme Angst vor Fettleibigkeit sowie die Einschränkung der Nahrungsaufnahme gekennzeichnet ist, was zu einem erheblichen Gewichtsverlust führt. Anorexie betrifft Frauen häufiger als Männer, dabei handelt es sich um eine gefährliche Essstörung, denn im Schnitt sterben bis zu 20% der Erkrankten daran, langsam und qualvoll nach einem Zeitraum von etwa 20 Jahren. Ne? Jede fünfte Person also. Aber auch wenn die Betroffenen nicht sterben, können andere Leiden ihnen das Leben zur Hölle machen. Es kann zu Schäden am Gehirn kommen, die durch Unterversorgung mit Nährstoffen bedingt ist. Das Risiko für epileptische Anfälle steigt. Ebenso können Zahn- und Haarausfall, eine verringerte Knochendichte, Herzerkrankung oder Unfruchtbarkeit die Folge sein. Die Frage ist, wer könnte sowas in Kauf nehmen wollen? Naja, niemand, zumindest nicht freiwillig. Bei einer Essstörung wie Anorexie
stecken oft auch psychische Probleme, Traumata oder eine Obsession mit dem eigenen Aussehen dahinter. Aber es kann auch durch gesellschaftlichen Druck entstehen, wenn in einer Kultur ein überhöhter Schlankheits- und Schönheitswahn herrscht, wie in Südkorea beispielsweise. Dort ist dieser Wahn ein popkulturelles Phänomen, personifiziert durch die Idols des K-Pop. Sich zu beschränken, extreme Diäten durchzuführen, Schönheitsoperationen und ein Wahn mit dem perfekten Aussehen sind gleichbedeutend mit der südkoreanischen Musikindustrie geworden und es beeinflusst auch die allgemeine Öffentlichkeit. Doch nicht nur in Korea, sondern weltweit kennt man dieses Phänomen in Form des Pro-Anna-Movements. Das ist ein Kunstwort aus Pro und Anorexie und bezieht sich auf die Förderung, also die Promotion, von Verhalten, das man mit anorektischer Essstörung verbindet. Und diese Bewegung hat natürlich auch Galionsfiguren, die sogenannten Pro-Anna-Idols. Betroffene finden sich oft in Foren zusammen und tauschen Abnehmtipps aus, präsentieren sich gegenseitig, wie viel sie abgenommen haben, sprich, wie erfolgreich die Diät war. By the way, dieses Mädchen hier ist 14. Ja, 14. Das wird dann Thinspiration genannt. Wenn wir nun wissen, was sich dahinter verbirgt und nachdem wir uns Eugenias Videos angesehen haben, könnte man doch auch Eugenia als ein Pro-Anna-Idol betrachten. Nach meiner Einschätzung der vieler anderer, ja, es ist ziemlich eindeutig. Was nicht bedeutet, dass sich Eugenia selbst beabsichtigt in diese Position manövriert hat. Aber sie thinspiriert auch weiterhin ihre Zuschauer, die oft noch sehr jung und leicht beeinflussbar sind, wie man an diesem Kommentar hier sieht. Und man sieht, dass besonders Videos mit Thumbnails, wo man sehr viel von ihrem abgemagerten Körper sieht, Millionen von Aufrufen haben. Und damit trägt sie zu einer Normalisierung anorektischen Verhaltens bei. Seht mich an. Mir geht es doch voll gut damit. Es geht gar nicht um die Form. Ich kann ganz normal andere Dinge tun, die andere Leute auch tun. Ob sie es also will oder nicht, sie ist damit bereits zu einem Pro-Anna-Idol geworden. Und wenn man dann mal in die Kommentarsektion unter ihren Videos schaut, dann entdeckt man eine enorme Polarisierung. Entweder wird sie gehatet und kritisiert oder unterstützt. Einige äußern sich auf Social Media ernsthaft besorgt über ihren Zustand. If nothing changes, Eugenia Cooney doesn't have much time left with us. So at this point, everybody knows that Eugenia Cooney has gotten incredibly thin. And right now she is currently the most thin she has ever been in her entire life. Der soll nämlich so beängstigend sein, dass die Polizei von Anrufen regelrecht überflutet wurde, die ihrer Angst Ausdruck verliehen. YouTuber Eugenia Cooney, cops flooded with calls over skinny and frail appearance. Das blieb aber erfolglos. Da hilft es auch nicht, dass Influencer sie unterstützen und behaupten, dass sie keine Essstörung habe. So ist es etwa bei dem ebenso kontroversen Jeffree Star, mit welchem sie kürzlich häufiger zu tun hat. Manche spekulieren sogar, ob sie bei ihm eingezogen sein könnte. Fans sind sich nicht sicher, ob Jeffrey gut für Eugenia ist. Manche werfen ihm vor, er trage mit seinem Verhalten dazu bei, dass Eugenia sich keine Hilfe sucht oder suchen will. Es ist einfach, Leute, wir sind schon wieder so tief im Internet drin. Die beiden, die sind halt auch einfach beide fragwürdige Figuren, die die Emo-Szene der damaligen Zeit beeinflusst haben. Ja, war eine wilde Zeit damals, vor 10, 15 Jahren. Nicht nur, dass man damals im Internet alles finden musste, was man gar nicht finden wollte. Ich denke nur an rotten.com, das man übrigens immer noch findet. Hab's gerade getestet und mein Trauma ist zurück. Danke Gehirn. Warum? Auch wie nutzerfreundlich einfach alles mittlerweile geworden ist. Ja? Etwa mit einem VPN zu arbeiten, um Seiten wiederzufinden, die man eigentlich vergessen wollte. Und hier kommen wir natürlich zu CyberGhost VPN. Das ist auch super einfach, wenige Klicks und dein Online-Standort verändert sich mit CyberGhost VPN, sodass du alles sehen kannst, was du an deinem Standort, ja, dank des Geoblockings nicht sehen würdest. Ganz so, als wärst du wirklich mit deinem Gerät genau dort, wo einer der Server von CyberGhost steht. Nämlich in einem von 90 Ländern, aus denen du auswählen kannst. Einem Land, in dem eine gewisse Seite beispielsweise noch aufzurufen ist. Wenn ich mir die Lage der Welt so ansehe, ne, ist es aktuell irgendwie eher gefährlich zu reisen. Für den Content auf dieser Seite ist die aktuelle Situation allerdings sehr gut. Ja, nein, bleibt lieber zu Hause, macht's euch da gemütlich. Ihr könnt ja auch so reisen. Keine Sorge für diese Reise. Wenn du über dein Gerät CyberGhost VPN benutzt, wissen die selbst nicht, was du treibst, weil sie keine Logs behalten. Läuft deine Lieblingsshow nicht in deinem Land? Kein Problem. Mit CyberGhost funktioniert das beispielsweise auch für 40 Streamingdienste. Schon über 38 Millionen Nutzer weltweit haben ein exzellentes Rating bei Trustpilot vergeben. CyberGhost VPN wird von großen Websites wie computerbild.de, chip.de, pcwelt.de und netzwelt empfohlen. Ihr müsst also nicht unbedingt mir vertrauen. Vertraut denen. Mit CyberGhost VPN kannst du einfach 7 verschiedene Geräte gleichzeitig benutzen, also
für Familie und Freunde ist da auch noch mitgesorgt. Und natürlich kannst du CyberGhost VPN auf allen gängigen Plattformen nutzen. Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren möchtest, habe ich gleich mal 83% Rabatt für dich. Drück einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann kostet es dich nur 2,03 € im Monat und ist sogar 4 Monate frei. Außerdem hast du dann auch noch eine 45-Tage Geld-Zurück-Garantie. So, jetzt, wir sind aber noch lange nicht fertig hier. Es gibt noch eine ganze Reihe an Fragen, die wir noch klären müssen. Wenn man das jetzt alles weiß, fragt man sich doch zwangsläufig, wieso Eugenia scheinbar keine Unterstützung von ihrer Familie bekommt. Doch, die kriegt sie. Nämlich, dass sie weitermachen soll wie bisher. Vor allen Dingen ihre Mutter, die offenbar nicht an dieser Essstörung leidet, scheint ihrer Tochter darin eine Bestärkung zu geben. Eine Bestärkung weiterzumachen wie bisher. Überhaupt gewinnt man den Eindruck, dass die Mutter die treibende Kraft hinter vielen Videos sein könnte. Und es ist erschreckend, wie wenig mütterlich sie sich dabei verhält. Ich kriege hier krasse Vibes von diesen Schönheitsshows, wo Mütter ihre ganz, ganz kleinen Kinder anmelden und dann drauf drillen, möglichst sexy rüberzukommen. Also auch so dieser kranke Schönheitswahn, der benutzt wird, um eine Monetarisierung von Kindern zu ermöglichen. Im folgenden Video sind die beiden beim Shopping und achtet mal darauf, wie die Mutter dabei hauptsächlich den Unterkörper ihrer eigenen Tochter filmt. Now you gotta put the top on. I fit then. I'll try the top. You gotta slide it up. Okay. Go ahead. Okay, so now I guess we're trying to get a bathing suit on. Make sure you have the right size. It's really hard to like try things on when you change dressing. That's the front. This is the front. With the only I can find a way to try things on when there's no dressing room. Pull it down. Oh yeah. I see. That's actually right pretty on. Easy. And pull it down. What do I do? Pull down the material. There you go. Die Gefühle ihrer Tochter scheinen ja auch generell weniger wichtig zu sein. In diesem Clip sieht man, wie Eugenia die Tränen nur mit Mühe zurückhalten kann, während sie Sachen anprobieren muss, die ihre Mutter ihr gekauft hat. I'm just showing it's nice and long. Yeah, this is definitely longer. It's just a beautiful outfit. Nice for day out shopping. An executive meeting. You know, those type of things. Mm-hmm. The 60s. You're a go-go groovy girl. Zum Ende bat sie übrigens darum, dass die Mutter die Kleidung doch zurücksenden und von ihrem Geld sinnvolle Dinge kaufen solle. Außerdem soll Eugenia, die scheinbar nicht viel Erfahrung in der Küche hat, 2 komplexe Gerichte kochen. Zum einen Fleischbällchen und ein gefülltes Hähnchen. Vielleicht jetzt nicht die besten Gerichte für eine Person, die zum ersten Mal kocht. Entweder war das extrem unsensibel von ihr oder es war Absicht, um das Kochen für Eugenia von vornherein unattraktiv zu machen oder eben diesen krassen Unterschied zwischen der Körperform und dem Produzieren von Nahrungsmitteln darzustellen, als etwas sehr Paradoxes, das klicken muss. Leute, sind wir mal ehrlich, wir wissen natürlich nicht, ob wir hier mehr hineininterpretieren, als da wirklich zu finden ist. Wir können nur mit den Quellen arbeiten, die sich uns bieten. Es gibt da eine ganze Menge TikTok-Detectives, über die haben wir ja auch schon mal auf diesem Kanal gesprochen, die fleißig Hinweise darüber sammeln, dass ihre Mutter das wirkliche Problem ist. In diesem Fall muss ich aber auch sagen, puh, da könnte tatsächlich was dran sein. Eine Freundin Eugenias erzählt nämlich, die Mutter habe behauptet, ein schwaches Herz zu haben und dass sie wohl sterben würde, wenn Eugenia ins Krankenhaus fahre. And she lives in constant paranoia of killing her mother. Psychoterror-Check. Einige YouTuber sind der Ansicht, sie bereichere sich an der Aufmerksamkeit für ihre kranke Tochter. So what do we have as a result of Eugenia's mother failing to seek necessary medical interventions? A sick daughter that gets her money and attention. Much like Dee Dee Blanchard. Right now, many people think that Eugenia's mother is behind her drastic weight loss. Now, people believe that Eugenia's mother is doing this because she knows if Eugenia gets healthy, she won't be pulling in the hundreds upon hundreds of millions of views that she is currently pulling. Ein Verdacht, den scheinbar auch die Fans teilen, wenn man sich die Kommentare mal anschaut. Und der Verdacht wird bestärkt, wenn man sich dann dieses kurze Video von Eugenia ansieht, wo sie gemeinsam mit ihrer Mutter am Flughafen steht. Sie wirkt da schwach, geradezu ausgebrannt, energielos und muss nicht nur ihre Sachen in ihrem Zustand selbst transportieren, sie hat offenbar auch Mühe, generell zu laufen. Sie schleift die Schuhe über den Boden und kriegt die Füße kaum noch hoch. Das sieht nicht gesund aus. Und ihre Mutter? Scheinbar hat sie das auch noch selbst gefilmt. Die YouTuberin Onyx Pink fällt ein hartes Urteil über die Mutter. Sie sei eine Narzisstin und zwar keine der positiven Art. Eugenia's mother is most likely a narcissist. Not all narcissists are those that talk about themselves in a grandiose fashion or are mean and cruel to others for their satisfaction. Eugenia's mother seems more like a classic narcissist that infantilizes their children. They control their children to stop them from gaining independence.
Narcissists view their children as extensions of themselves and want to keep them around as long as possible to continuously receive validation. In order to do this, oftentimes the child represses their own thoughts and emotions to ensure the parents' approval. Wir wissen natürlich, dass man mit solchen Urteilen sehr vorsichtig sein muss. Aber was sie hier sagt, klingt, als sei diese Frau eher so ein Control-Freak, die Eugenias Leben komplett in ihre Hand haben möchte und jeden Schritt mitbestimmen will. Aber kann Eugenia ihrer Mutter nicht entkommen? Ich fürchte nein. Sie sagt selbst von sich, dass sie außerhalb ihrer engsten Familie kaum Kontakt zum Rest der Familie hat. I honestly don't even know most of my family members. I really only know like my immediate family, like my parents and my grandma. For the most part, my brother, obviously. Solche Situationen können durchaus problematisch sein, wenn man nur aus einer Richtung Feedback bekommt. Mann, man könnte da fast eine richtige Gothic-Novel über ihren Fall schreiben. Ja, von der gesamten Welt abgeschottet und von der Mutter in den Tod getrieben. Aber stopp! Ganz so ist es ja dann nun auch wieder nicht, denn offenbar hat sie Menschen in ihrem Umfeld, die auf sie eingewirkt haben. Es scheint, als habe sie vor einigen Jahren eine Therapie hinter sich. So erzählt sie es selbst in einem Video von 2019. I was actually in a rehab program for a while, probably about a month. And yeah, a lot of that I guess is kind of private still and kind of hard to talk about, but you know, I do want to let you guys know that I am doing a lot better. And I also like really felt like I just kind of really needed a social media break while I was in treatment and rehab. Und in diesem Video, not gonna lie, sieht sie viel gesünder aus. Leider hatte sie aber einen Rückfall, wie man in ihrem Tanzvideo aus dem letzten Jahr sieht. Sie soll sogar noch dünner sein als zuvor. Aber ich meine, zumindest hat sie sich damals in Therapie begeben. Das bestätigt ja nur, dass auch bei ihr zumindest zu diesem Zeitpunkt die Erkenntnis war, ich habe ein Problem. Ich möchte, dass es mir wieder besser geht. Oder war es doch anders? In einem Interview von 2019 mit der YouTuberin Katie Morton berichtet Eugenia, dass sie gezwungen wurde, in Therapie zu gehen. Ihre Freunde hätten sie auf eine 51-50 gesetzt. Die betroffene Person wird dabei für 72 Stunden psychiatrisch eingewiesen, wenn sie sich als eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Wie das abgelaufen war, erzählt sie hier. Actually, there was like a day where I was, I had some people that, we were kind of friends at the time. We weren't really like as close, I guess, as they would kind of make things into later. And they told me that we were going to an escape room. I'm going to their place. We're going to go to an escape room. Like, cool, mm-hmm. I guess. So then I ended up going over there and, everything like seemed normal. Then they kind of like sat me down and we were talking pretty normally. Then they kind of did start bringing concerns up to me. Okay. But, and the thing is, like, at the time, you know, I just had a conversation with my mom about it. Like, yeah. I was kind of more open to talking about things. But this was literally the first time that any of those people ever brought any kind of concerns up to me. One of them left, and I figured they were going to get the other person that was supposedly going to be showing up. Mm-hmm. And then suddenly I see that these two other ladies come in. And I was kind of not expecting that. I didn't really know who they were. Then they were like, oh, hey, we know we need to talk to you. Like, do you prefer that your friends are here or not here? Then, like, I guess we're like my friends at the time were bringing somebody's concerns to me, I figured. But I felt kind of, I would have guessed they like betrayed, like exactly, like, because I didn't really even know what was going on yet. Yeah. But I was kind of like, I wasn't expecting this. I'll just talk to them alone. I guess eventually they decide, like, yep, you have to listen to us, you have to basically go to this place. Da dies ohne ihr Einverständnis geschehen war, fühlte sie sich von ihren Freunden verraten. Zuvor aber sei sie, so behauptet Eugenia selbst, selbst zu dem Entschluss gekommen, sich Hilfe zu holen. Und Anlass dafür sei ein Gespräch mit ihrer Mutter gewesen, die aufgrund ihres Zustands die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. You know, actually she was kind of like crying that morning and it makes me feel really bad seeing that. Of course, she's worried about you. Exactly. Yeah. You know, from talking to her, I guess like that day too, and just kind of seeing how much like it, I guess, was hurting her. And also that, I guess at that point, I was kind of seeing that like, okay, maybe I finally like should do something about this. Yeah, you were like so, coming around to the idea. Yeah, exactly. So then I guess like then, yeah, that day I kind of agreed with her of like, okay, I'll like go see a doctor and like, I guess kind of begin. Hä? Jetzt ist die Mutter plötzlich die Gute? Irgendwie passt da was nicht zusammen. Naja, hier wird's tricky. Denn Jacqueline Glenn, eine dieser Freundinnen, lud gemeinsam mit zwei weiteren Freunden ebenfalls 2019 ein Video hoch, das ein ganz anderes Bild zeichnete. In diesem Video gaben die drei auch zu, Cooney sei mittels 51-50 in die Therapie gezwungen worden. Sie bestätigten dann,
was wir bereits gehört haben, dass Eugenia ein toxisches Verhältnis zu ihrer Mutter habe. Sie beschreiben sogar, wie manipulativ und beherrschend, ja schon missbräuchlich, sich die Mutter angeblich aufführe. Okay, so there's a lot of a backstory with the mom. Eugenia is an adult. She's, I believe, 24, 25 years old. She's never allowed to go anywhere. It's all completely manipulated by the mother. They were always together, so it's difficult to imagine a scenario in which her mother wasn't watching every move. But the lawyer was there. Correct. The lawyer was there the whole time. By the way, is also my lawyer. It couldn't be further from the truth. I had to fight them so hard to get her into care, and I'm now viewed as like a bully. The way her mom screamed at Jacqueline on the phone, it was terrifying. Was the biggest red flag of somebody who was killing their daughter. It was fucked up. Yeah. No mother should fight a daughter failing a psychiatric evaluation and needing to be taken into care. These were not people looking out for Eugenia's best interest. These are people looking for some form of gain and manipulation in a way that this video, the Shane video that came out today, completely glosses over the real problems and makes us completely worried that she's not okay. In einem anderen mittlerweile gelöschten Video soll sie außerdem behauptet haben, dass Eugenia in Mortons Video, das voller Red Flags gewesen sei, vermutlich nicht die Wahrheit darüber gesagt habe, was wirklich geschehen ist. Es habe sich so zugetragen. It wasn't just me, it was a group of her closest friends. I'm sure she'll deny that now, but a group of us sat down with her, told her our concerns, and had a mental health professional show up who could evaluate her. Actually, it was two women showed up that wanted to speak with her and decided then, after their conversation with her, she needed to go into some kind of rehab facility. I did not force her anywhere. I can't legally do that. I don't have that right. All I did was set up an intervention with professionals who have the right to do something and intervene if they thought she was in serious danger to herself. They made that call. She failed a test. If there were nothing wrong, she would not have failed the test and she would have been fine. Aber wie immer, es steht ja Aussage gegen Aussage. Was ist denn da nun die Wahrheit dran? Das kann ich euch auch nicht sagen, meine Lieben. Das werden wir wohl nicht erfahren. Aber wenn man nun betrachtet, dass Eugenia wieder rückfällig geworden ist und ihre Mutter nichts dagegen unternimmt, sät das doch einige Zweifel an Eugenias Darstellung. Es verwundert jetzt keinen, dass Eugenia nicht länger mit Jacqueline und den anderen befreundet ist. Und Eugenias Freunde oder vielmehr Ex-Freunde wussten auch, dass es das Ende ihrer Freundschaft sein würde. To even get to the point of wanting to sit down and have something so serious happen with someone that you care about is hard. Like, yes, it was the right thing to do, but deciding to do that, like, we knew, like, that was the end of our friendship with her. Mm-hmm. And we had to make that choice. It was basically watch her deteriorate and possibly not make it to be able to get help or ruin a friendship and eventually see her do better. And it's difficult because it's like, well, you know this person's gonna hate you. Sie wussten, dass Eugenia es ihnen niemals verzeihen würde und sie waren trotzdem bereit, ihr Leben zu retten und dafür ihre Freundschaft zu opfern. Es muss furchtbar gewesen sein, ja, zu sehen, wie sie in dem Dokumentarfilm mit Shane Dawson über sie herzog und dennoch das Leben ihrer Freundin über das Bestehen der eigenen Freundschaft zu setzen. Wohl wissend, dass das passieren könnte. I call it true friendship. Es muss noch schmerzhafter sein, wenn man bedenkt, dass Eugenia ja scheinbar kurz nach der Dokumentation wieder rückfällig wurde, so sehr, dass Anfang 2021 besorgte Personen mit Unterstützung prominenter YouTuber eine Petition auf change.org starteten, um ihre Social-Media-Konten und ihren YouTube-Kanal einer Altersbeschränkung zu unterziehen oder sie ganz zu entfernen. Was der genaue Grund für ihren Rückfall ist, ist Anlass von Spekulation. Der Rückfall in solchen Fällen ist übrigens relativ wahrscheinlich, muss man dazu sagen. So, die Spekulationen beziehen Shane Dawson mit ein, war ihre Mutter schuld, ist die Therapie zu früh beendet worden oder lag es daran, dass sie wieder zu schnell ins Rampenlicht gerückt wurde? Beim letzten Punkt dann scheinen alle zuzustimmen, beim Rest ist man sich uneins. Tja, die Situation hat sich also verschlechtert, auch wenn Jacqueline in einem Video von 2021 sagt, dass sie nach wie vor für Eugenia da wäre. I'm hoping at some point, maybe one day, she will view things a little bit differently and if that happens, I am here. I don't care if it's tomorrow, I don't care if it's in 3 years, I am here. Ich hoffe wirklich inständig, dass Eugenia das eines Tages verstehen wird und dass sie das überlebt. Eine Frage, die ich mir hier unweigerlich auch stelle, ist, gibt es denn noch Hoffnung für Eugenia? Sehe ich schwierig.
Denn offenbar sind weder sie noch ihre Mutter bis zu diesem Zeitpunkt sich bewusst, welchen Schaden dieser Zustand für den Körper bedeutet. Und Eugenia ist nun dummerweise mit ihrem Bekanntheitsgrad als Pro-Anna-Idol auch durchaus erfolgreich. Und vielleicht spielt auch der Gedanke eine Rolle, dass eine Normalisierung ihres Gewichts das Ende ihrer Karriere bedeuten könnte. Besondere Reichweite erzeugte ja immer etwas mit Bildern, die ihren Körper sehr offensiv darstellten. Man zieht ja also den Kommerz der eigenen Gesundheit vor oder der Gesundheit der Tochter. Und nochmal, ich unterstelle Eugenia diesen Gedanken überhaupt nicht. Ich habe mir mal ihre alten Videos angesehen und ihre Inhalte sind, wie man es von einer Teenagerin damals erwarten würde. Aber alles ist dadurch, dass sie es so, wie sie ist, tut, eben anders konnotiert. Auf eine morbide Weise, exotisch irgendwie. Und wenn ungesunde Lebensweisen dazu führen, dass man der Welt ein kleines bisschen Aufmerksamkeit abtrotzen kann, dann wird's problematisch. Und das erinnert mich erschreckenderweise an diese Mukbang-Challenges, ja? Dabei müssen YouTuber ja Unmengen eines bestimmten, häufig eher ungesunden Essens in sich reinstopfen. Die Portionen sind oft so fettig und exorbitant groß, dass die YouTuber über kurz oder lang wie Hefekulöse aufgehen. Dass dies ungesund ist, wissen die YouTuber selbst. Nur aufhören können sie nicht, wenn sie jetzt nicht über Nacht ihre ganze Reichweite einbrechen sehen wollen. Ein sehr abschreckendes Beispiel hierfür ist Nikocado Avocado, ein Mukbang-YouTuber mit 3,72 Millionen Abonnenten. Ja, der war mal normalgewichtig und hat dann sich tatsächlich verdoppelt durch die Challenges. 352, I think not. His weight of 352 pounds is in stark contrast to his beginning weight of between 150 and 160 pounds. When I started mukbangs, I was 150 pounds, maybe 160. Can't really remember. Er hat gesundheitliche und psychologische Beschwerden davon getragen. When I go to sleep, I have to wear this concoction, this motherfucking device. It has to pump some air into me. I look like a motherfucking snoopaloopalus. It looks like a big old pig. Like a elephant penis coming out my... When I look at myself, I sometimes don't recognize myself. I say, who are you? Und traurigerweise wurde hier wie auch bei Eugenia in den Kommentaren erst die Sorge ausgedrückt und dann irgendwann spekuliert, ob er denn, wenn er in diesem gewissen Zeitraum nichts mehr hochlädt, überhaupt noch lebe. Das heißt, der Content rückt in den Hintergrund und dann steht die Frage im Zentrum, wie lange macht das noch? Und das, meine Lieben, kann man bei Eugenia auch beobachten. Es gibt auch eine starke Fluktuation bei den Aufrufen. Es scheint, als ob die Leute nur immer mal sporadisch vorbeischauen, ob sie überhaupt noch lebt. Manche geben das sogar offen zu. Der Kampf um Aufmerksamkeit, der wird immer härter. Man muss mit immer mehr Macht versuchen, nicht vergessen zu werden und den Hype, den man bekommt, konservieren. Und als YouTuber experimentiert man ja lange mit Themen, bis man etwas gefunden hat, das bei den Leuten irgendwie verfängt. Aber was ist, wenn das, was einem Erfolg garantiert, einen unweigerlich auf kurz oder lang zerstört? Wir haben schon so viele Menschen gesehen, die für ihren Ruhm ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Ist auch das mittlerweile ein morbider Trend, der durch diese Notwendigkeit entstanden ist? Immer wieder trifft man auf Influencer, die für ihre Zuschauer die Kamera mitlaufen lassen und zeigen, wie sie langsam vor der Kamera dahinsiechen, gerade wenn es um Ernährungsfragen geht. Und solche Überschriften beweisen es, ja? Wir sehen gerade jemanden vor laufender Kamera beim Sterben zu. Denkt drüber nach, wie erfolgreich Squid Game war und das als Persiflage auf diesen menschlichen Abgrund. Brot und Spiele oder eben kein Brot und Spiele. Es war schon immer so. Unser Hirn ist für solche komplexen Gesellschaftskonzepte gar nicht ausgelegt, wie das zwischen Influencern, deren Handeln und dem Publikum. Jetzt kann man natürlich auch fragen, warum tut YouTube, warum tut Twitch nichts dagegen? Und das ist eine berechtigte Frage. Und ich vermute mal, weil sie nichts Problematisches tut, außer sich selbst in weirden Situationen zu zeigen. Kann man also gar nichts tun? Ich möchte euch natürlich nicht ohne einen Lösungsansatz hier entlassen. Die YouTuberin namens Alexis Morton hat in einem Video mit dem Namen It's Time for Eugenia's Law eine Idee geäußert. Sie erzählt, dass sie wie Eugenia anorektisch war. Ihre Mutter sei diese treibende Kraft gewesen, habe ihr Drogen gegeben und sei auch dafür verantwortlich gewesen, dass sie keine Hilfe angenommen, ja, nicht einmal gewollt habe, obwohl es ihr furchtbar ging. Ihre Aussage ist, wir sollten aus diesem Fall lernen und Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass dies noch einmal geschieht. Ihr Vorschlag ist, ein Gesetz solle nach dem Vorbild des Casey's Law ins Leben gerufen werden. Das war in Kraft getreten, nachdem ein 23-Jähriger namens Casey Weddington durch Drogenmissbrauch starb. Casey's Law wird vor allen Dingen dann angewandt,
wenn der oder die Betroffene eine Gefahr für sich und andere darstellt oder dem Tode nahe ist. In Eugenias Fall sind alle Kriterien erfüllt, allerdings kann das Gesetz nur bei Drogenmissbrauch angewandt werden, nicht bei Essstörungen. Es hat also im Fall von Eugenia keine Relevanz. Und Alexis plädiert dafür, ein weiteres Gesetz zu erlassen. I think we would be failing if we didn't respond to Eugenia's case in a way that prevents this from ever happening to anyone else. It's time to make a Eugenia's law. Dieses Gesetz würde Therapie und Medikation gerichtlich anordnen und die betroffenen Personen auf die Spitze der Warteliste für einen Therapieplatz setzen. Ich finde den Vorschlag nicht schlecht. Auf diese Weise könnte man nicht nur der gefährlichen Pro-Anna-Community ein Stück weit Macht entziehen, man könnte auch die Leben dutzender Betroffener retten, die es aus eigener Kraft nicht können. Natürlich bin ich kein Experte für psychologische Fragen. Und wenn ihr selber betroffen seid, könnt ihr euch gerne an die Stellen, die ich euch dort unten verlinkt habe, wenden. Fandet ihr gut, dass ich auf dieses Thema hingewiesen habe und auf diese Person? Was haltet ihr von Eugenia? Habt ihr von ihrer Geschichte schon mal gehört und denkt ihr, sie kommt da nochmal raus? Habt ihr vielleicht einen Lösungsansatz? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne eine Bewertung da, meine lieben Freunde. Abonniert den Kanal. Und falls ihr bis zum nächsten Video ein bisschen Sehnsucht nach mir habt, schaut mal auf meinen Eisberg-Kanal vorbei. Dort gibt es jetzt Staffel 2 des Verschwörungsmythen-Eisbergs und komplett neu einen True-Crime-Eisberg, wo wir immer tiefer in die Abgründe der Menschheit eintauchen. Schaut gern vorbei. Link findet ihr auch da unten. Ja, die Abgründe der Menschheit. Und wenn du jetzt deinen Weg weiter in die Tiefen des Internets fortsetzt, um nach diesen tiefen Abgründen des Menschen zu suchen, beispielsweise auf dieser fürchterlichen Website, von der ich vorhin erzählt habe, denk dran, mit CyberGhost VPN kannst du alles streamen, was du willst. Und das für 2,03 € im Monat. Klick den Link unten und bekomm sogar 4 Monate umsonst. Und du hast natürlich 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Bis denne. Tschüssikowski.